war und war und. Sing You weiter. white out, baby white round, like a record, baby white out, round. Oh, Du musst ah, trotzdem wir Ivan sind wieder reden. auf der. Ja. Ja, hallo, wir sind wieder in der Aufnahme und ich darf wieder Ivan vorlesen. Was? Du hast beide besiegt? Das hätte ich einer rüpelhaften Person wie dir nicht Okay, ich zugetraut. mach mal Aber kurz. gegen den unglaublichen Ich mach Ivan. nochmal kurz Pause. Person wie dir nicht Das zugetraut, hast du schon aber gesagt. gegen unglaublichen Ivan des Terraforests hast du keine Chance. Und unterbreche mich nicht. Ich zeige keine Gnade bei Leuten, die mein Autogramm ablehnen. Auf in den Kampf. Yay! So, jetzt stelle ich ab, der Ivan Mit hier. seinem Iro. Es sieht auch schon geil aus hier, der Ivan, oh Gott. Ivan, Ivan, Ich ne? habe ein Fifien. Fifien wird dich in Stücke reißen. Fifien, muy, muy bien. Oh, du hast mein Fifi besiegt. Ja, Hellhound ist auch cooler. Und vor dem Kapador. Jetzt habe ich gerade das recht interessant aussehende Pokémon da gerade abgelenkt. Aber gegen das Hellhound und das Kapador werde ich trotzdem eine Chance haben, auch wenn Kapador Gott-Pokémon ist. Perfidus. Gibt es das Nein. Pokémon? Es sieht. Ja, es sieht. Ich weiß, was der Typ gemacht hat. Der hat einen Igelava genommen und das mit irgendwas anderem vermischt. Deswegen sah das so interessant und auch lustig aus. Finde ich gut. Aber, das kann nicht sein. Was? Wie konnte ich der Ja, ich Unglau. habe mittlerweile verstanden, wie unglaublich du bist. Dürfte ich jetzt bitte den Pass haben? Lass mich überlegen. Nein. Du magst mich zwar besiegt haben, aber mit zwei Pokémon kannst du es hier nicht weit bringen. Ich könnte es nicht mit meinem Gewissen vereinen, dich so losziehen zu lassen. Zwar könnte ich dich mit einer Heldentat vor den wilden Pokémon retten, schließlich bin ich Sag mir der. einfach, was ich tun soll und bitte kurz. Fange ein drittes Pokémon. Josh ist verantwortlich für die Ausgabe der Fangerlaubnis. Komm danach zurück zu mir, dem unglaublichen Ivan aus des Wer hat das schon wieder Terraforests. gesagt? Was denn, der unglaubliche Ivan des Okay, Josh wohnte Terraforests? hier. Ich bin im Puritsee schwimmen. Okay, pass Und auf dann? dich auf und komm raus, wenn du nicht mehr kannst. Mach ich. Da. Oh, hallo du. Beachte meinen Bruder nicht weiter. Er hat manchmal eine etwas merkwürdige Art, sich zu bewegen. Ich bin übrigens Josh. Da du schon vor meiner Haustür herumstehst, willst du doch sicherlich etwas von mir. Komm rein. Drin lässt sich besser reden als hier draußen. Was? Hat der ein Tornado gewütet? Ach, brachte das Chaos nicht weiter. Obwohl, eigentlich sieht es hier noch sehr ordentlich aus. Es gab schon Schlimmeres. Okay. Ja, so sieht's bei mir Ich auch in der schätze mal, Wohnung du bist manchmal aus. hier, da du eine Fangerlaubnis von mir möchtest. Ich bin der Beauftragte im Terraforest, der eine Besche die Bescheinigung ausfüllt. Gibst du mir deinen Namen, dann trage ich dich in unserem System ein. Und fertig. Damit kannst du jetzt offiziell auf das Langungssystem zugreifen. Als nächstes bekommst du von mir noch ein Gerät, das deine gesichteten gefangenen Pokémon registriert. Hier, bitteschön. Juhu! Wir Alex hat nennen. einen Pokédex erhalten. Du, Wir du, nennen du, das du, Gerät du, Pokédex. du. Irgendein alter Knacker in Kanto hat mal einen Prototyp dafür erfunden und war so dämlich, sämtliche Daten zu löschen, sodass ein junger Trainer losziehen musste, um alle Pokémon zu fangen. Hört sich nach einem interessanten Gerät an. Und das bekomme ich ganz ohne Hintergedanken? Leider haben wir das Natürlich. gleiche Problem. Das ist natürlich tragisch, allerdings gedenke ich nicht, diesen miese Missstand zu ändern. Was? Dann muss ich dich leider aus dem System austragen. Das ist Erpressung! Ich wusste doch, dass ich auf dich zählen kann. Du bist wirklich eine großartige Hilfe. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Pokémon-Jagd. Warum habe Na ich mich nur dann. für dieses Abenteuer gemeldet? Ich muss betrunken gewesen sein. Oder bescheuert. Oder beides. Oder du wolltest einfach nur von so netten, großzügigen Menschen wie Josh Ich finde es wirklich betroffen toll, wie werden. bereitwillig du uns hilfst, den Pokédex erneut zu füllen. Glaub mir, das ist wirklich viel Arbeit. Ich kann auch kaum glauben, dass ich, wie bereitwillig ich mir alle möglichen Arbeiten aufhalten sind lasse. Ja, du bist wirklich ein sozialer Mensch, Hier Alex. Das ist muss übrigens man wieder das wirklich mal Kind sagen durch. hier.
Ich finde es wirklich gut, dass du das alles freiwillig hier machst, also... Hey du, du bist doch keine biblische Gestalt, die einfach übers Wasser gehen kann. Mann, die Touristen verstehen doch einfach den Sinn... Nicht den Sinn von einem See. Durchschwimmen, nicht drüber gehen. Krieg ich Zerschneider? Tja, ja. Du hast den Sinn nicht verstanden. Okay, ich habe immer noch keine... Ich habe keine Pokébälle. Ja. Das war gerade die geile Frau, die dir den Zerschneider schon wieder auf der offenen Straße eingeschlafen. Das ist mir aber peinlich. Oh, du wolltest in den Markt? Ich eigentlich auch. Tut mir leid, nimm bitte das als Entschuldigung. Erholung. Wahrscheinlich schläft er gleich vor der Tür im Markt ein. Nee, er bewegt sich. Ich muss wach bleiben. Ich wusste doch, dass er da irgendwo schläft. Oh, er bewegt sich sogar. Ist diese Schnarchtür schon wieder vor meiner Tür eingeschlafen? Kein Wunder, ob meine Kunden ausbleiben. Hallo, welchen Plunder möchtest du haben? Ach, die beschreiben die Pokémon. Damit fängst du wilde Pokémon. Das Design ähnelt einer Kapsel. Nee, doch nicht. Das ist eine normale Beschreibung, ne? Ja, das ist eine normale Beschreibung. Ein paar. Ich glaube nur, das mit dem Pokéball war nicht so gewesen. Aber Bälle mit, ne? Und dann noch 10 Tränke. Na, Gegengift brauchen wir nicht. Vielleicht ein Aufwecker. Und Schutz. 2 Schutz. Dann haben wir 16 Pokédollar noch. Okay, wir fangen uns noch ein paar Pokémon. Was ist denn eigentlich immer eine Pokepuppe? Das war doch das Ding gewesen, wo du immer entkommen konntest, oder? Ich frage mich, was ist denn an einer Pokepuppe so interessant, dass die Pokémon sich lieber der Pokepuppe zuwenden als dir? Wie sieht die aus? Ist das so eine Gummipuppe oder so? Oder Sadomaso-mäßig? Ich könnte es mir vorstellen. Oh, du hast dein Ike vorgefangen. Möchtest du ihm einen Spitznamen geben? Es ist weiblich. For real, Digga. Wo ist Fragezeichen? Es gibt keine Fragezeichen, ne? Sure. Doch, hier. For real. Doch, gibt es. Ja. Nee, vor Aldi. Real, I see what you did there. Übrigens, hast du schon gehört, Balak ist zu Real gewechselt. Warte mal, das hab ich schon mal gesehen. Das war ein Bild, ne? Das Bild, ja. Hab ich auch schon gesehen. Richtig geil. An alle unsere Zuschauer natürlich. Ach, ich hab Scheinux getötet. Oh, ich bin paralysiert. Scheiß Scheinux. Oh Gott. Doch, will ich. Das wollen wir auch nicht fangen. Denn ich will alles fangen. Hauptsächlich wegen der, Oh Gott, du willst das sein. Nein, hauptsächlich wegen der Pokédex-Einträge. Die ich den Leuten nicht vorenthalten möchte. Ach so. Gut, das ist natürlich das mache ich offscreen. Auch die Mistviecher zu fangen. Ich hoffe mal, das waren jetzt alle Pokémon auf der Route, ne? Das kannst du Hellhound, Schnuffel, das hat er gesagt, No Legend, Glühbirne, Mistvieh und For Real. Okay, gilt das jetzt ab zu Ivan. Du bist ja Trainer von vorhin. Ivan ist ja nicht mehr da. Er sagt, er wollte einen Heldentat in der Adeno-Grotte vollbringen, wo einige schräge Typen aufgetaucht sind. Entweder du wartest hier oder du gehst zu ihm. Okay, wir warten hier. Ich trinke derweil mal ein bisschen Tee noch, der ist ein bisschen kalt. Dann warten wir. Abwarten und Tee trinken, ne? Ja, okay. Du, ich gehe dann auch gerade mal so auf Toilette und so. Also, wir sehen uns dann in einer Stunde hier. Also, liebe Abonnenten, macht's dann schon mal gut. Ja, wir sind dann gleich wieder da, während wir hier offscreen auf Ivan warten. Ja. Also dann, ciao. So, warte, ich geh jetzt beim Pinkeln. Gut. Oh, ich mach auch gerade mal das Headset hier. Thank you.
Okay. Dann wäre ich schon einmal wieder zurück. Oh je, Leute. Ich glaube, der Alex ist wirklich pinkeln gegangen. Na gut, also solange der Alex nicht da ist, dann kann ich euch ja schon verraten. Also ihr könnt ihn deabonnieren und dergleichen. Solltet ihr... Ich habe oh, hallo Alex, ich hab mein Mikro ausgeschaltet. Ich habe mich beeilt. Zufall, dass du gerade von der Toilette kommst. Na, ich sag nur so, ich habe meinen Opponenten 10 Minuten nervige Pokémon-Fangarbeit erspart. Dann dürften sie doch mal eine Minute warten, wenn ich hier auf Ivan warte, der anscheinend aber nicht kommt. Ja. Also ab zur Grotte. Ja, das finde ich. Finde ich auch schade. Vielleicht sollten wir länger warten. Vielleicht kommt er ja dann. Ist eingeschlafen. Du hättest ja auch Rückzeit lassen können auf der Toilette. Oh, der Fan ist eingeschlafen. Tja, das ist aber schade. Hä? Oh, du besitzt einen Pokédex. Lass mich mal schauen. Was sind das denn für komische Einträge? Lass dir versichern, von mir stammen die sie gewiss nicht. Ja, den Pokédex werde ich euch am Ende noch zeigen. Ich glaube, das hier könnte ein Doppelkampf werden. Das kann ja jeder sagen. Bringt Erfahrung für Mistvieh. Ach, guck mal, Schatzi, ist es nicht romantisch, wie wir zwei Hand in Hand hier oben stehen und auf den Fluss hinabschauen? Oh ja, der Wahnsinn, ich kann mich vor Begeisterung kaum halten. Was? Gefällt es dir nicht? Ich dachte... Bäh! Warte doch, so war es nicht gemeint. Oh, doch kein Doppelkampf. Avula-Brücke, Norden Picorna, Süden Sapo-Küsse in der Adeno-Grotte. Oh je, was habe ich nur angestellt? Ich weiß doch, wie sehr sie auf diesen romantischen Kind steht. Hast du unsere Auseinandersetzung mitverfolgt? Meine Freundin ist etwas empfindlich, wenn man ihre Ansichten nicht teilt. Aber das wird schon wieder. Hier, nimm das. Falls du auch mal in eine Beziehung gerätst, ist dir das eventuell von Nutzen. Das ist Anziehung, oder? Warte, der handelt sich um Anziehung. Setz es, dein Pokémon ist gegen ein Gegner, das einen fühlt es sich. Okay. Leider wirkt dies nur bedingt auf Menschen. Ich werde... Ja, sag. Tja, vielleicht sollst... Vielleicht solltest ich werde du der ganzen Welt beweisen, dass ich es drauf habe. Wow. Das werde ich tun, indem ich dich besiege. Okay. Wir sehen ihn jetzt gerade hier im Kampf. Liebe Zuschauer, ihr seht, der Trainer Mike. Beweist sich, der Namenlose. Oder ich habe da auf den Namen jetzt nicht geachtet, aber ihr könnt ihn bestimmt sehen, weil ihr die Aufnahmen stoppen könnt und so. Dann schauen wir gerade mal. Ach, Mike heißt er. Ja, sehr schön. Das ist nicht sehr effektiv, Mike. Oh, ist ein sehr spannendes Duell. Ein Shit-Pokémon kämpft gegen das andere. Ich meine natürlich, ein episches vierte Generation-Pokémon kämpft gegen ein anderes vierte Generation-Pokémon. Ja. Ich bin kein Freund. Nein. Sag mir bitte, dass das erfunden ist. Oh. Mein Gott, warum hast du Japan erschaffen? Also gut, ich meine, wenn du Japan nicht erschaffen hättest, dann wären uns die anderen Pokémon auch erspart geblieben werden, aber das, okay, dafür hat er verdient zu Pokémon. Verlieren. Es gibt schon, das habe ich leider schon. Das ist... Ja. Ja, Pfiffchen ist ja auch cool. Das habe ich übrigens benannt, also das epische Schnuffel, das ist von mir. Schnuffel ist ein epischer Pokémon-Name. Wir kamen vorhin im... Doch. Wir kämpfen vor ein paar grün gekleidete Personen. So hätte ich auch mal ein paar Panzer-Ehrungen. Jetzt haben wir etwa schon wieder Karneval. Sowieso. Ich vor. Nee, Spaß, ich würde natürlich nicht mal Panzer-Ehrungen schnuffeln nennen. Ich wüsste gar nicht. Ich wüsste gar nicht, wie ich es nennen sollte, so episch wie es ist. Also neben Carpador ist das ja das Gott-Pokémon Nummer 1. Habe ich das schon erwähnt? Ach, und habe ich schon erwähnt, dass Panzer-Ehrungen ziemlich cool ist und so? Habe ich schon erwähnt, dass Panzer-Ehrungen mein Lieblings-Pokémon ist. Oh, und lieber Abonnenten, habe ich schon erwähnt, dass Panzer-Ehrungen mein Lieblings-Pokémon ist. Ja. Eine Herausforderung von Pokémon. Er hat seinen Gürtel, drei liegen auf dem Boden, einer hat in der Hand. Da wir davon nur 6 Pokémon bei sich haben. Ja. Der eine Pokéball sieht fast schon aus wie ein Voltoball für mich. Ja. Ah, Nidoran. Schade, dass kein Panzer-Ehrungen ist. Nein, habe ich übrigens erwähnt. Wer bist du eigentlich? Und wer ist Itono? Guck mal, das sieht aus wie... Achso, ich hab nicht erwähnt, dass mein Panzer-Ehrungen mein Lieblings-Pokémon ist. Das ist ja gut. Ja.
Ja, sieht so ähnlich aus. Ja, ist es auch. Ist das erfunden? Nehme ich jetzt auch mal an. Es sieht aus wie eine Mischung aus Humbuster und Nachtara, finde ich. Hellhound erreicht Level 16. Juhu! No Legend. Und ja, das finde ich ja noch akzeptabel irgendwie, weil... Also wenn diese beiden Seitenflossen da nicht wären, dann könnte es sogar echt noch als blaues Lavita durchgehen. Ja, du gibst das ja echt. Als fettes blaues Lavita wohlgemerkt, aber als Lavita. Ist es jetzt nicht selbst gemacht? Oh, wir sind paralyzed. Ja, ja, ich weiß schon. Why? Ich wollte nur deine Pokémon. Tja. Pokéball. Im nächsten Part geht's dann weiter. Auch. Ich werde dann nochmal die ganzen Pokémon fangen, die sie auf der Route gab und sie euch im nächsten Part zeigen. Nein, nein, die zeigen wir ganz zum Schluss. Das und wir zeigen dann auch die Pokédex-Einträge. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ah, okay. Gut. Das finde ich gut. Ciao.